Hallo, ich bin Ellen Scheibel, ich leite das Marketing bei der Firma Elasco. Elasco, wer sind wir? Was machen wir eigentlich? Wir sind Kunststoffhersteller hier am Standort Sulzbach-Rosenberg. Und was wir nicht selber aus Kunststoff herstellen, das importieren wir. Egal, ob es ein Kunststoffbecher, eine Vorratsdose ist, alles, was du dir vorstellen kannst im Bereich Kunststoff, können wir herstellen. Wir haben Markterfahrung seit 1980 und es gibt es schon seit 40 Jahren. In zweiter Generation führen Markus und Frank Schwerber das Unternehmen. Wir haben 450 Mitarbeiter weltweit an 8 Standorten. Erster Lockdown letztes Jahr im März, also 2020 im März und April. Wie geht es für uns weiter? Wir kommen aus dem Werbemittelbereich. Der Werbemittelbereich ist komplett eingebrochen. Es war quasi nichts da an Aufträgen. Wir haben uns Gedanken gemacht, was können wir tun? Wir haben für uns entschieden, wir bauen ein zweites Standbein auf und steigen in die Massenproduktion ein. Haben also recherchiert, in welchen Bereichen können wir wie verfahren und haben uns dann entschieden, eigene Maschinen zu legen. Und sind dann tatsächlich im August letzten Jahres mit der Produktion an einer Maschine gestartet. Also das ist unsere erste Maschine. Die haben wir letztes Jahr im August bekommen. Seitdem produzieren wir an 4 Maschinen und schaffen mittlerweile 200.000 Masken am Tag. Unsere Herausforderung ist, wir haben eine Menge an Masken im Stoff. Das ist sauberer Fließstoff, aber wir können den leider nicht weiter verwerten in Sondermüll. Wir wären nicht hier, wenn wir nicht daraus was machen würden. Wir haben uns entschieden, es aufzubereiten, einzumalen und neue Kaffeebecher draus zu machen.